Alter! Jens, was ist das? Sind wir hier auf Wacken? Metal Rap? Was soll das sein, Mann? Nein, wir sind Future of Metal Rap! Deine Selbstwahrnehmung ist utopisch. Eine schöne neue Welt. Denn das Podest, auf das du dich persönlich immer stellst, ist so viel größer als du selbst. Und solange dich weiterhin dein eigener Komplex besiegt, wirst du niemals da ankommen, wo du dich jetzt schon siehst. Ich brauche keine Bestätigung. Ich sehe mich in dieser Szene als Supporter. Denn man kann seinen Wert auch kennen, ohne ihn jedes Mal zu fordern. Du hast gelernt, deine Kunst als eine Ware zu behandeln. Du hast so viel mehr als nur die Frage nicht verstanden. Wegen Leuten wie dir. Du hast gelernt, deine Kunst als eine Ware zu behandeln. Du hast so viel mehr als nur die Frage nicht verstanden. Wegen Leuten wie dir läuft so vieles in der Welt verkehrt. Ich bin lieber unterbezahlt, als mein Geld nicht wert. Wegen deinen Jokes findet auch deine Familie nicht so nice, was du hier machst. Denn du fluchst so viel im Battle. Jede zweite Line, ah, fuck. Als ob das noch nicht genügt, chokst du in zwei Battles schon nach vier Bars und sagst, oh, das ist aber früh. Peinlicher Schwanz, den Sexjoke dazu spare ich mir aus reiner Kulanz. Kleiner Speedjoker, machst im Vorfeld Ansage und meinst, dass du gewinnst, aber beginnst dein nächstes Battle mit, ey, yo, Düsseldorf, habt ihr, Dings? Auch Pokémon war für Jakob damals ehrlich zu krass. Pikachu so Pikachu und der Däger, wie merkt der sich? Ihr könnt versuchen, unseren Style zu kopieren, doch ihr seid nicht wie wir. Ey, wir kommen wie Agro 2004, Bruder, wir haben einen Scheiß zu verlieren. Ihr könnt versuchen, unseren Style zu kopieren, doch ihr seid nicht wie wir. Wenn alle kauen, doch keiner isst, weiß man, dass es Techno ist. Wenn alle kauen, doch keiner isst, dann weiß man, dass es Techno ist. Hey! Deine Mom, Digga, scheiß auf die Ho. Hat zu Übungszwecken damals schon im Reichsteiger-Blow. Später fand sie dann zu Drogen die nächsten Liebe. Und so wurde ihre Wohnung zur Heroine. Heute sieht man sie oft ganz schön bemüht. Am Tanzen auf Bühnen in einem Gandalf-Kostüm. Ja, die Schlampe ist übel und wurde so oft geballert, dass sie zur Befriedigung nicht einmal Kantholz genügt. Ach, sie ist ein versautes Tier. Geht zum Benzos ballern, bin ich down mit ihr. Wichs ihr in die Fresse, dass die Teller plötzlich fern. Ich bedanke mich und sie meint nur so immer wieder gern. Diese Stadt hat von Schores Schmerzen. Ihre Sucht lässt sie täglich 10 Tote sterben. Für die Finanzierung nuckelt sie an Hoten gerne. Sie mag Bälle auf Blech, Digga, Dosen werfen, tschüss! Ich hab gehört, du bist Zombie-Dick-Contender. Ja, dann wollen wir das mal ändern. Virus, bitte komm doch einfach langsam klar. Lass die Rewind sein, keiner hat danach gefragt. Warte, was habt ihr gesagt? Ihr wollt den gleichen Part nochmal? Okay, den gleichen Part nochmal. Virus ist die Cantina-Band. Wenn ihr Partwünsche habt, ruft sie einfach. Rap den gleichen Part nochmal. Auf keinen Fall, los geht's. Ich geb dem Motherfucker einen Punch so straight, dass er im Salto dreht. Ich erzieh meine Crowd, mich unterbricht keiner. Nur einmal, ich geb keinen Fick und spit weiter. Bei dir ist peinlich. Kommt da mal eine gute Bar, einer so, ey. Hey, und Freezy so, ah, rewind that. Der DJ kriegt schon eine Sehnscheidentzündung an den Scheißdeck. Und wenn ihr Partwünsche habt, nein, der Taggy Battle ist enorm Baba. Der benutzt als Gimmick einfach Thors Hammer. Und du denkst, das wäre ein wirklich krasser Move. Aber der, der den geworfen hat, ist würdiger als du. Fragen, warum bringst du keine Beats von Mighty Macbeth? Leute wie Kara denken, dass zwischen uns beiden Stress ist. Ey, ich hab FOB versprochen, dieses Match wird episch. Das heißt ein Titelmatch ohne Beat von Mighty Mac, das geht nicht. Ach, Stil, Runde 3 und du stehst noch. Wenn du dich wie ein Sieger fühlst, ist das leider Placebo. Seit deinem RPA macht dein Skill aufwärts keine Bewegung. Bei mir gehen die Hände hoch, als schrei ich keine Bewegung. Und jetzt bounce back, der Stil, der ist Soundclass. Let's go! Raps davon ist bald mit Mucke zu schaffen. 80% deiner Tracks handeln von Koks oder Puffen. Sagst du gegen Steini, yay, bald kommt meine EP. 2 Jahre später hat die ganze 31 Streams. Krass, du hast deine EP 31 Mal selbst gehört. Mach so weiter, in 30 Jahren bist du fame, ich schwör. Wem oder was willst du ihr etwas beweisen? Warum nennst du dich Stil? Junge, du bist längst altes Eisen. Fällt das nicht auf? Das fällt dir nicht auf. Wir tun so, als wäre der von uns. Anton, ist das nicht bisschen schon? Triple, wie oft soll ich dir noch sagen, Mann, das ist Ton.
Josef, ich fand diese Scheiße echt frech. Wie wäre es statt einem Gimmick, dass du einfach mal rappst? Einfach mal performen und bitte nicht ganze Battles biten. Wenn du nichts sagen kannst, einfach mal die Fresse halten. Komm auf den Beat, so als wäre ich ein fucking Rap-Genie. Du klaust währenddessen Real Talk von Patrick Enemy. Du machst auf schlau, weil die Scheiße dich kickt. Du denkst dich out of the box, du bist einfach outpissed. Du und Triple Beat, was gibt's da bitte zu dissen? Ihr seid viel dick und doof. Ah nee, das war ja nur Triple. Ihr seid Shiva, wie soll ich das denn bitte verstehen? Seitdem er Triple ein herzunehmendes Rückenproblem. Komm zu deinem Verlag mit Chloroform getränkten Tüchern. Hab keine Angst, ich werde doch keinen Mord begehen, Süßer. Die Sinne sind geschärft, ich renne zu dir rüber. Dann schubse ich dich beiseite und lese alle deine Bücher. Ich fühl mich nirgendwo gut aufgehoben. Geh zu meinem Plag und hab die Pause verschoben. Mittlerweile weiß ich, wie das Ganze enden kann. Und ja, ich schau auf die Dosis, aber ich bin halt nur zu Hause da oben. Denn das Schlimmste an einem Teufelskreis, man scheint ihn ja gewohnt zu sein. Der erste FC Depression ist bei mir Traditionsverein. Ich hab im resignierenden Profischein und lass mir innerlich viel durchgehen, als wäre ich die Polizei. Okay, Sin City 4-0, ich bin wieder back, bitch, ihr Opfer kniet nieder. Wieder in der Weekend, wieder mal im Main Match, Sin City gegen Dealer. Na fuck, das passiert mir mal wieder. Okay, nochmal von vorne. Ich wollte mich eigentlich nur bedanken bei allen, die mein Talent verkannten. Wieder in der Weekend, wieder mal im Main Match, Sin City gegen Hansen. Ja, das war Absicht, du dummer Wichser, und das hast du auch verstanden. Warum ich diesen Engel gewählt habe, weißt du genau. Ich meine, du siehst aus wie irgendwas zwischen Depression, Krebs und HIV. Hautfarbe, leichte Starre, der erste lebende Tote, der immer noch rappt. Ja, du bist vielleicht von allen guten Geistern verlassen, Mars. Dabei siehst du eher aus wie der Geist, der die Leute verlässt. Würdest du keine... Ich glaube, es wird mal Zeit, dass ich deine Mutter ficke. Was für Level-Up-Turnier! Du siehst aus, als hätte Mesut Özil sich zurückentwickelt. Du hast so ein Kind, was den ganzen Tag damit verbracht hat, vor dem Fernseher zu hocken. Weil deine Mutter zu sehr damit beschäftigt war, am Fliesentisch Zigaretten zu stopfen. Mann, hat die Mutter nie gesagt, dass wenn man zu nah an der Glotze sitzt, dass du Trottel davon viereckige Augen kriegst? Ja, scheinbar nicht, du Hurensohn! Ich meine, die stechen so stark raus, die haben doch schon Zoom-Funktion. Assalamu alaikum, ja Habib! Ich battle heute Little Zero, weil ich finde, sein Flow ist kreativ! Er ist ein Gangster, ein G, ein echt krasser Typ. Mein letzter Gegner, Lisa, hätte ihn im Wrestling besiegt. Hey! Vor anderen Menschen will er zeigen, er ist sehr maskulin. Aber die Vokale, seine Endreime, sind das längste an ihm. Du bist mein erster Gegner dieses Jahr. Also du bist mein erster Gegner dieses Jahr, der nicht einen Tag vorher das Battle absagt. Der erste von vier. Mein Leben deprimierend. Ich battle dich heute nur, weil ich nicht mehr wusste, ob ich wirklich existiere. Also Köln, seid ihr da? Yes! Köln, bin ich auch gerade da? Du bekommst von mir deine grobkörnige Fresse zerfleisch. Hiernach sieht dein Gesicht noch unerträglicher aus als jede rechte Partei. Ich hoffe, du hast heute wenigstens alle deine Texte dabei. Ansonsten lasse ich dich heute Sterne sehen, als fände ich Gendern voll geil. Dich trennt nur normale Haut davon, fast so wie Niles zu sein. Wollt beide auf krass zeigen, wie man rappt und float. Klar, beim Schach braucht man auch gute Beinarbeit. Dein Leben könnte einfach, wenn nicht sogar viel leichter sein. Aber allein deine Two-on-Twos sind so polygam. Die Partner rotieren, aber keiner ist da. Kick mal wirklich die Einsamkeit. Und trotzdem stehst du jetzt hier. Cash is K. Sprech dich auf der Straße an, sagen sie Amenakai. Ich hab Marokkanern einmal dein Porträt mitsamt der Akne gezeigt. Sie sprachen Lob aus. Denn du siehst aus, als wärst du das ganze Jahr beim Fasten dabei. Und keiner hat einen Unterschied gemerkt, habe ich mal ein Bild von dir oder Hansen gezeigt. Der nennt seinen Twitch-Account Real Talk, den realen Gaming Hip-Hop Lifestyle Oldschool Channel. Auf Insta. Dass das real ist, darf das glaube ich, denn das kann sich kein Schwanz ausdenken. Das ist der Rapper aus der Kreidezeit. Du kriegst höchstens mal von Niles High Five bei deinen Lines. Kann man zwei von drei in die Tonne kloppen wie bei Final Fight. Du überhypter Gnome erreichst hier überhaupt nichts ohne Scheiß. Im Battle punktest du doch nur mit Charme, so wie bei Hollow Knight. Ja. Ja, deine Runden sind sympathisch.
Was nichts daran ändert, dass sie immer seelenlos waren. Du bist wie so ein Super Nintendo Mini. In puncto Umfang und Technik minder bemittelt, vermittelst dafür aber irgendwie Retro-Charme. Und du bist klein. Für mein FOB-Debüt habe ich mir einen kleinen Sprössling gesucht. Der ist der drittbeste Rapper seiner dreiköpfigen Crew. Schwarze Magie Records. Knackt keine Records und verkauft die auch nicht. Hat dafür aber Meetings jeden Sonntag mit 5 Minuten vorher zu Hause sein Pflicht. Avada Kedavra, Motherfucker, sei mal dankbar, wenn du nach diesem Desaster wieder als mein Tour-Support ran darfst. Du hast Stimmen in deinem Kopf, ich nur eine Stimme, die mich rief. SMR ist nicht mehr als ein Corny-Künstler-Kollektiv. Du hast eine passendere Stimme für Dinge wie ASMR. Man feiert deine Battles und Gedichte, doch niemand ahnt SMR. Du denkst, du klingst nach Korn und ein paar Lunden verbrennen, klingst aber leider mehr nach Altbau mit Stuck an den Wänden. Deshalb dachte ich, krieg den Palästen, dieses Battle wird ein Massaker. Aber Julius gegen Sebastian klingt jetzt nicht so krass nach Klassenkampf. Dazu! Geht an eure ganzen Gangs, also alle mal gut aufgepasst. Wenn du mit Spasten hängst, bist du höchstwahrscheinlich auch ein Spaß. Props an Audio, das wär doch gelacht. Memo an Night, so wird das gemacht. Das geht an dich, Karma, Kara und den Chief. Verwechselt das nicht mit Insta-Drama oder mit irgendeinem Beef. JSON schickt Soldaten, ohne dass die Spaten wissen, was die roten Fahnen von ihnen erwarten. Aber mit dem Wissen, die Situation könnte jederzeit ausarten. Und ich höre sie wieder sagen, nie habe ich einen besseren Menschen als Cheats oder JSON gesehen. Nee, beide überschreiten ständig Grenzen und haben ein Psycho- und Alkoholproblem. Craze, Goiner, mir, der FOB, uns ist das zu bieder, aber ihr springt lieber immer wieder auf deren Lieder. So macht ihr die Liga sicher für Frauen attraktiver. Ich schwör euch, irgendwann brenne ich den ganzen Bums hier nieder. Denn jeder... Digga, und das Ende deiner dritten Runde? Alter, war das geil. Und damit steht die Inschrift auf deinem Grabestein. Rocco 0, Danny 3, Time. Und da dachte ich mir, selbstbewusster Sprachfundus. Bro, ich bin nicht... Bro, ich bin nicht Skilled oder Onkel Frank. Ich mach dir klar, dass du Hund klarkommen musst. Denn du fühlst dich für jede Line so übertrieben krass. Das erkennt man an deiner Mimik und der Gestik. Ich schwör, Junge, du fuckst mich ab. Genau wie 90% der aktuellen Belts. Weil es nicht drum geht, wer battelt, sondern wer die glänzendste Glatze hat. Das hier ist kein Clash of Styles. Das hier ist ein Clash of Skills. Komm mit meinem Instant Shock oder dass ich schrei wie am Spieß. Letztendlich weiß ich, dass du mich nicht besiegst, weil das hier ist ein Gewichtsklassenunterschied. Junge, du scheißt dich krass und kreativ. Du betreibst Name-Dropping vom Feisten und geilst dich auf die Lines auf, weil du genau weißt, dass sie ziehen. Sag, wo ist das Skill in unter 20 Sekunden? 5 große Battle-Rapper zu erwähnen, die höchstwahrscheinlich nicht einmal im Battle gucken. Ey, deine ganze Battle-Persona ist so endlos wack. Deine Runden schreien förmlich. Hi, hallo hier, ich schau Battle-Rap.